Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kettle & Corpse aus der Early Access. Wir stehen wieder am Anfang, wie ihr seht, aber wenn ihr mal nach rechts unten schaut, wir sind in der Version 0.3.0. Das heißt, wir sind im Grasland-Update. Ja, und hier seht ihr auch die erste Mission, die wir jetzt machen können, ist Fahre das Heu ein. So, willkommen in Arlbergtal, starten wir nicht. Wir starten Fahre das Heu ein und schauen uns mal an, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ich bin mega gespannt. So, starten wir den Trecker. Perfekt. Und legen den Gang ein. Ne, lösen die Handbremse. So. Und machen mal das Mähwerk dran. Sehr schön. Läuft. Das machen wir mal weg. Fahre zu Feld 47. Fahre mal zu Feld 47. So, ich lasse mal ihn hier fahren. Und gucken mal, wo es hingeht. Es ist wieder Autopilot. Funktioniert ja inzwischen wieder. War ja das Problem, dass bei den Lenkrad-Einstellungen der Todpunkt oder nee, also der Leerlauf quasi zu gering eingestellt war. Dann funktionierte das Ganze nicht. Kann sein, dass es auch der Bug behoben wurde. Ich weiß nicht. Mit der Version 3.0 kamen auch diverse Bugfixes. Aber ich bin mega gespannt. Schon das Mähwerk sieht toll aus. Klappe das Mähwerk aus. Ah. So, wir sind zu weit gefahren. Sorry, ich muss dahin. So. Auf geht's. Da haben wir unser Gras. So, dann klappen wir es doch Feld 47, oder? Sind wir bei Feld 47? Ja, sind wir. Sehr gut. Klappe das Mähwerk aus. Ja, machen wir. Oh, sieht toll aus. Schön animiert. Schön langsam. Schalte den Arbeitsmodus des Mähwerks an. Da passt. Fehlt noch der Sound. Muss ich so feststellen. Und wir stehen falsch rum. So, und wir senken das Mähwerk ab. So, und wir mähen das Feld. Sehr schön. Gucken wir uns gleich näher an. Gucken wir uns gleich mal näher an. Der Sound fehlt, ganz eindeutig. Ist also nicht so, dass es zu leise eingestellt wäre. Er ist einfach nicht da. Ist aber auch,
Sollte ich sagen, ja, ist Teil 1 des Grasland-Updates sozusagen. Was noch fehlt, ist Ladewagen und noch irgendwas. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was. Also es fehlt auf jeden Fall der Ladewagen noch. So viel habe ich mitgekriegt. Der kommt. Also es gibt noch ein paar Sachen, die kommen noch in dem zweiten Update nach. Aber wir sind noch gar nicht am Ende. Okay. Jetzt sind wir am Ende. Jetzt sind wir am Ende. Nicht am Ende der Folge, aber am Ende des Feldes. Ich fahre zu schnell, Entschuldigung. So, jetzt schaltet er nicht mehr automatisch hoch, jetzt bleibt er in dem Gang. Das kann ich einstellen, ob er quasi Automatik hat oder halt manuelle Schaltung. Ist ja gerade in so einem Fall jetzt auch wichtig. Ich brauche eigentlich Drehzahl fürs Mähwerk. Und wenn er dann jedes Mal hochschaltet, das ist suboptimal. Deswegen passt das schon. So. Schön. Doch, also spiele Kettle und Cops sehr gerne. Muss sagen, das habe ich jetzt auch noch mal nach dem LS19 gemerkt. Klingt vielleicht was komisch, aber es ist tatsächlich so. Aber das ist ja, wie schon öfters erzählt, alles Geschmackssache. Fängt bei mir halt jetzt einfach hier schon beim Fahren an. Ich kann hier im in Kettle und Korps kann ich das vom Lenker, also von den Pedalen so her einstellen. Gas ist Gas geben und Bremse ist Bremse. Und vorwärts, rückwärts schalte ich halt per Schaltpaddel. Unabhängig davon, ob ich jetzt auch hier manuell durchschalten kann oder ob es Automatik ist. Das ist jetzt mal egal. Aber einfach Bremse ist Bremse. Und Bremse ist nicht Bremsen, anhalten und dann ist das der Rückwärtsgang. Und in dem Moment ist das Gaspedal die Bremse. Das ist. Bin ich nicht so der Freund von, ganz ehrlich. So, wir können nochmal in die Innenansicht gehen, wie das da ausschaut. Oh, okay, in der Spiegelanimation ist das. Das Gras steht da noch etwas arg niedrig, oder was sehen wir denn da? So. So. Und wieder runter mit dem Ding. Da wäre dann Head-Tracking jetzt echt eine feine Sache. Ich muss das echt. Ich habe eigentlich so ein Teil. Ich muss das nochmal anschließen. Und nicht nur anschließen, das ist das geringere Problem, sondern auch installieren und
Spiegel ist das noch nicht so doll mit dem Dings. Was ist eigentlich? Ich meine, die Einstellungen müssten eigentlich passen. Ich habe jetzt ein neues Profil angefangen, jetzt für das, das Ding hier. Und geh mal wieder raus, da sehen wir mehr. Da sehen wir mehr. Oh, ich find's herrlich. Würde das gerne noch ein bisschen näher angucken, aber. Oh. Vor lauter angucken, nicht drauf geachtet, wo wir lang fahren. So, und wieder runter mit dem Mähwerk. Sehr schön. Oh, ich finde es herrlich, dass jetzt das Grasland-Update kam. Dann sind jetzt so viele wichtige Faktoren, also Kleinigkeiten, also fehlen noch einige Sachen. Klar, wie gesagt, es kommt noch ein Teil 2, wo dann wohl der Ladewagen, also der Ladewagen mit dabei ist, unter anderem. Weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, was es noch war. Ich habe es jetzt über Nacht halt runtergeladen. Nehme jetzt gerade morgens direkt nach dem Aufstehen die Folge auf, weil ich jetzt nachher noch in den Europapark fahre. Wintersaison eröffnet dort. Und vorher will ich halt zumindest eine Folge für heute aufgenommen haben, die ich dann noch hochladen kann, dass ihr auch was gucken könnt. Dass ihr was zu sehen habt heute. So, das mit dem Europapark hatte sich eher spontan ergeben. Beziehungsweise jetzt, dass das Update dann so kam. Nicht gerade das Beste aller Timings, was ich da hab. Aber das ist ja mal egal. Deswegen machen wir das halt morgens vorher. In der Wintersaison geht das gut. Die machen erst um 11 auf. Das heißt, ich muss erst 9 rum los. Da passt das. Ja, was ich noch sagen kann zum Grasland-Update. Also, so wie es geschrieben ist, macht das Wetter tatsächlich eine Menge aus. Das Gras trocknet natürlich nur, wenn es nicht regnet. Das heißt, wenn es regnet und man, während man hier das Heu trocknet, das braucht wohl 3 Tage in-game, was auch recht realistisch ist. Und ja, wenn es dann natürlich anfängt zu regnen, wird das Ganze wieder nass. Das ist nicht gut. Also, fürs Spiel ist es toll. Für den Bauern halt nicht gut, wenn das passiert. Deswegen sollte man das schon gucken, wann man dann Heu erntet. Oder Gras mäht. Also die Heuernte beginnt sozusagen. Das ist schon eine wichtige Geschichte. Oh, herrlich. Ich freue mich so riesig über das Update jetzt. Einfach mega. Können auch mal kurz aussteigen und mal gucken vom Nahen, wie das ausschaut. Ich glaube, das machen wir gerade. Die Zeit nehmen wir uns gerade. So, das ist die Perspektive. Was ist die Ego-Perspektive? Das ist das gemähte Gras. Und ja, das so sieht's aus, wenn es noch nicht gemäht ist. So, einmal niesen müssen.
Schade, dass da kein Sound noch, dass der noch fehlt. Wäre toll, wenn er mit dabei gewesen wäre. Wenn ihr, ob das ein Bug ist. Oder Handbremse sollten wir lösen. Was das ist. Hatte ich jetzt gestern im Discord gar nicht so gelesen, dass der Sound fehlen würde. Merkwürdig. So rum. So rum. Und runter damit. Ja, wir machen natürlich jetzt mehr noch nicht das Ganze. Ich gehe mal davon aus, wenn der Balken da voll ist, können wir den Rest quasi machen, dass es automatisch geht oder also dass wir es automatisch. Mähfeld 47. Ja, ich würde sagen, wir machen das Skip, dass wir uns auch die anderen Sachen angucken können. So, Feld ist gemäht. Sehr schön. So, klappt mir die ganze Geschichte mal hoch. Straße. Straße. So, fahren wir zum Fahrzeughändler. Jetzt müssen wir das Mähwerk hier. Ist schön dreckig geworden. Müssen wir das abgeben. Und den Schwader holen. Nicht den Schwader, den Heuwender holen. Genau den da. So, hänge den Heuwender an. Kriegen mal hin. So. Ach so, war schon abgesenkt. Schon toll gemacht. Ach so, dann, wenn man, man kann wirklich extrem dicht ranzoomen. Ich finde das einfach toll. Also man kann, wenn man will, die Aufkleber lesen, ne? Achtung. Schon richtig, richtig toll. Heuwender. Na. So. Auch der hier ist. Guckt euch das mal an. Unglaublich detailliert alles. Das ist halt das, was Kettle und Korps ausmacht. Oder mit ausmacht. Oder ein Punkt davon, sagen wir es mal so. Also ich finde es toll. So, aber wir wollen ja vorwärts fahren. Zu Feld 47. Auf zu Feld 47. Ah ja, das blinkt auch schön mit. Machen wir Blinker rechts. Oh, Bremslicht haben wir auch, sehr gut. Alles da. So, klappe den Wender aus. Das machen wir jetzt gleich. So, klappen wir den Wender aus. Schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Ah, er ist der. Dann der.
Schön animiert. So, ist ausgeklappt. Schalten wir ihn mal ein. Fehlt auch noch das Sound. Fehlt auch noch der Sound. Oh. Interessant animiert. Ich weiß gar nicht, wie das beim LS19 oder LS17 aussah. Ja, hier haben wir eine echte Trocknungszeit, ne? Beim LS glaube ich nicht. Da meldet man, wendet man und die ganze Geschichte ist fertig. Das haben wir hier definitiv nicht so. Ah, man sieht das schon deutlich, wo gewendet wurde und wo noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob man jetzt öfters wenden muss. Oder ob das mit einmal getan ist. Raus mit dem Ganzen. Ja, macht man natürlich geschickterweise nicht. Alles nach draußen feuern. Oh, sieht aber schön aus. Ist natürlich schwer, sowas zu animieren, sowas korrekt zu animieren, wenn das Heu wirklich in alle Richtungen fliegt eigentlich. Irgendeine Bahn oder so muss man wahrscheinlich machen. Müssen wir mal darauf achten, wie das ausschaut, wenn wir es im LS mal machen. Kann natürlich noch eine Weile dauern. Da habe ich ja gerade erst angefangen mit dem Hof. Und wir sind ja gerade erst, ja, wie gesagt, am Anfang mit unserem Hof. Können wir in den zweiten Gang gehen oder wenn der Cutter dann auch? Ne, das geht. Um Heuwenden geht das. Sehr schön. Mir gefällt's. Mir gefällt das richtig gut. Das kann man ganz klar so sagen. Ich sollte erstmal ein, zwei Mal hier ums Eck fahren. Also nicht das ganze Heu nach draußen pfeffer hier am Rand. Wäre klüger. Ist ja zum Glück nur ein Profil, wo wir hier jetzt einfach das Ganze testen können. Mehr nicht. So. Aber dann haben wir, machen wir jetzt auf jeden Fall fertig. Das ist ja nicht mehr so viel, würde ich sagen. Beziehungsweise ich beende dann jetzt trotzdem die Folge. Dann seht ihr morgen den Rest. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen mit dabei. Ja, wenn wir das ja fertig gewendet haben und uns dann an die Heuernte machen können. Also an die, ich denke mal, dass wir Schwaden machen müssen und das Ganze dann pressen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich hoffe ihr auch und seid auch morgen wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.